Internetkommunikatoren, die machen auch Dinge anders. Anders als das traditionell in einer beispielsweise englischen Mediumschaft für lange, lange Zeit Europa sehr beeinflusst hat, was mediales Arbeiten betrifft. Hier bricht jetzt im dritten Jahrtausend das etwas auf. Das Überleben des Bewusstseins, die Unendlichkeit des Bewusstseins, wichtige Themen, aber wir müssen sie auch entsprechend holistisch und weitreichend betrachten. Es waren die physikalischen Erscheinungen, die diesen starken Einfluss ausübten auf die wissenschaftliche Community, und man sah sich gezwungen, diese Wissenschaft zu gründen, weil immer zuverlässigere Beobachter immer unglaublichere Dinge berichteten. Und man wollte das aufklären. Was findet da wirklich statt in den Seance-Räumen? Weil die Möglichkeiten, die sich uns eröffnen, sind sicherlich wesentlich weitreichender, weil wir trennen uns nicht nur mal so einfach von dieser körperlichen Form. Da stecken Wirklichkeiten und Wahrheiten dahinter, die wir noch nicht erfasst haben und auch nicht erfassen können im Moment. Vielleicht eines Tages, wenn wir unser Gehirn auf einen Level gebracht haben, wo das möglich ist, aber heute ist es noch nicht möglich. Und diese Diversität kommt immer aus dieser anderen Konstellation aus Sitzern. Und das ist halt spannend und schön und vielseitig und unterhaltsam. Wir haben diese zigtausend Jahre alte Spirit-Kommunikation. Ein Kommunikationsarchetypus des Menschen. Der Mensch hat angefangen, unter sich zu kommunizieren. Und er hat im selben Moment angefangen, mit einer gespürten, unsichtbaren Welt zu kommunizieren. Die übernatürliche Welt manifestiert sich seit dem Anbeginn des menschlichen Seins um uns Menschen herum. Und tut das auf allen Ebenen der Wahrnehmung und auf allen Ebenen der Physik. Und das ist genau das, was die Parapsychologie dann angetreten ist zu erforschen. Thank you.
neben den Themen, die sich einfach auch schon durch die Phänomenik transportieren, also diese Verbindung mit dem Materialismus und die Auflösung letztendlich mit dem Materialismus, die Gesetzmäßigkeiten hinter dem Materiellen, das ist ja im westlichen Seance-Raum und ganz besonders im westlichen Seance-Raum ein Thema für die Spirits. Und warum? Natürlich ganz klar, weil wir hier im Westen so besonders geeicht sind auf das Materielle. Wir haben unsere eigene spirituelle Tradition hier für den materiellen Westen oder für die westliche Hemisphäre, für die zivilisierte erste Welt. Und ist bis heute, ich sage es ja fast in jeder Seance, die größte spirituelle Tradition, die wir haben. Gleich darauf folgt die östliche Esoterik und der Yogismus. Aber bis heute ist die größte geistige Bewegung nämlich die Kommunikation mit Spirits. Ja, die Kommunikation mit Spirits als Archetypus der menschlichen Kommunikation, wie das in allen schamanischen Kulturen der Fall ist. Und zwar vor allen Dingen in Bezug auf das Healing. Keine Schulmedizin existierend ist im schamanischen indigenen Umfeld das Healing von Anbeginn bis heute im Zentrum dieser Form der Anrufung übernatürlicher Kräfte. Die Spirits sind die Botschafter dieser übernatürlichen Kräfte. So, und was hatten wir da für Themen? Natürlich standen im Mittelpunkt gesellschaftliche Themen, das sind ja Spirit Guides, die sich dann auch mal einmischen, wenn ja viel Desorientierung herrscht grundsätzlich unter den Menschen. Der spirituelle Souverän, der kosmische Mensch, die Entwicklung weltlicher Spiritualität hin zu einem kosmisch bewussten Menschen und in diesem Zusammenhang sich letztlich wegzutranszendieren von diesen weltlichen Ängsten und hineinfinden in ein Verständnis einmal des biologischen Kreislaufs und des Akzeptierens dieses biologischen Kreislaufs, aber darüber hinaus des Sich-Wiedererkennens als multidimensionales, kosmisches Wesen, das multidimensional existiert und immer wieder in Existenzen hineinfinden wird, weil der Tod das Ende und der Anfang zu Neuem ist und in Erkenntnis darum und im Bewusstsein darum, sich loslösen zu können von weltlichen Ängsten, die uns ja teilweise ja eingepflanzt wurden, womit der spirituelle Souverän, der kosmische Mensch, den Tod genauso feiert wie das Leben.